of saying to his children, you need to trust what I say. Aber Gott hat eine Art heraus seinen Kindern zu sagen, vertraue mir. He will say, my words are yeah, which means yes. Mein Wort ist ein yeah, was so viel heißt wie ja. Which means, and also amen, which means so shall it be. Und ein amen, was so viel heißt wie so sei es. And God has given us this word. Und Gott hat uns dieses Wort gegeben. He has given us this word. Er hat uns sein Wort gegeben. The word of God is close to our mouth. Das Wort Gottes ist ist nah an seinem Mund. Nahe an unserem Mund. Joshua tells us that we should read the word. Joshua 1 Vers 8 sagt uns, dass wir das Wort lesen sollen. We should meditate on the word. Und wir sollen dieses Wort meditieren. And we shall have everything that is there inside. Und wir sollen uns auf alles beziehen, was darin steht. What you don't read, you don't have. Was du nicht liest, das hast du nicht. What you don't read, you don't digest. Und was du nicht liest, das oder isst, das kannst du nicht verdauen. And that makes the enemy to be very proud of us. Und das lässt den Feind sehr stolz sein. You know, I challenge myself from getting away from Catholics. Ich habe mich selbst herausgefordert, von den Katholiken wegzukommen. I love every church. Ich liebe jede Kirche. I am not a religious person. Ich bin nicht religiös. But I want a church where the word of God is preached. Aber ich möchte eine Kirche haben, wo das Wort Gottes gepredigt wird. I want where you say, even if you don't know, many of us don't know the chapters and the verses in our heads. Selbst but later I want to be able to see that you are actually quoting and reading and teaching from the word of God. Selbst wenn man nicht sofort weiß, wo diese Bibelstelle steht, dass man doch anschließend sagen kann, da und da steht sie. Oder man kann sie wiederfinden im Wort Gottes. Without the word, denn ohne das Wort, we make the devil happy. Lassen wir den Feind glücklich sein. He's so happy because he's just they don't know what they are talking about. Denn er denkt sich, ah, die wissen gar nicht, wovon sie reden. The book of John says, John chapter 1 says, Jesus Christ is the word. Und in Johannes 1 heißt es, Jesus ist das Wort. And the devil knew that Jesus is the word of God. Und der Feind, der Teufel weiß, dass Jesus das Wort ist. With him, from him, by him, all things are made, and for him. Denn mit ihm und durch ihn sind alle Dinge geschaffen. But still, the devil came to him and tested him. Und trotzdem kam der Teufel zu ihm und hat ihn getestet. Just to know if the predicament of the world, because now is a man. Denn ob wirklich das Wort auch wirklich in ihm ist, denn er ist ja jetzt ein Mensch. Since when you are faced with the world, denn wenn du mit der Welt in Berührung kommst, it can be at your workplace. Es kann an deinem Arbeitsplatz sein. When you are driving. Oder während du fährst. If you are a driver here, you will test what I want to say now. Wenn du ein Autofahrer bist, dann weißt du, was ich meine. Someone driving in front of you. Jemand fährt vor dir. And the person is too, you see yourself as this person is too slow, sluggish or somehow. Und die Person vor dir ist einfach ein bisschen sehr langsam. What comes from your mouth? Was kommt aus deinem Munde heraus? Die Straße ist doch frei. Na los, gib doch Gas. We forgot who we are. Dann vergessen wir, wer wir sind. It's better not to say anything. Es ist besser, nichts zu sagen. The devil thought Jesus might have forgotten who he was. Der Satan hat gedacht, Jesus hat vergessen, wer er wäre. He tempted him. Und er versuchte ihn. And we are told, Jesus Christ responded back with the word. Und wir wissen, dass Jesus mit dem Wort geantwortet hat. Because the only way you can overcome the devil is with the word. Denn das Einzige, wie du den Satan überwinden kannst, ist mit dem Wort. If you want to confirm what I'm saying, pray anyhow you want to. Wenn du es bestätigen möchtest, dann bete irgendwie. Speak whatever language you want to speak. Und sprich in egal welcher Sprache, der du sprechen möchtest. And then in another chapter of prayer, pray the word of God. Und in einem anderen heißt es,
Bete das Wort Gottes. Check your environments. Finde heraus, wie es am besten ist für deine Umgebung. One changes your environment, you will feel the presence of the Holy Spirit. Und wenn du deine Umgebung verändern willst, dann fühlst du die Gegenwart Gottes. Because you're praying the word of God. Wenn du das Wort Gottes betest. But when you are just speaking languages. Aber wenn du einfach irgendeine Sprache sprichst. Check your environment is like water. Dann ist deine Sprache wie eine nothing Wasser. Nothing happens. Und nichts geschieht. Because the enemy is afraid of the word of God. Denn der Feind hat Angst vor dem Wort Gottes. Speak to a fellow human being. Sprich mit einem Menschen. Who is against your faith. Der gegen deinen Glauben ist. Speak the word of God. Und sprich das Wort Gottes zu ihm. They're trying to challenge you. Speak the word of God. Und wenn sie dich herausfordern, you will sprich see das Wort Gottes zu ihnen. Something I'm telling you, practical things. Ich möchte euch hier ganz praktische Dinge sagen. Things will change in them. Dinge werden sich in ihnen verändern. What did he say? Was hat er gesagt? Because they are confused. Weil sie dadurch verwirrt sind. You will confuse your enemies. Amen. Du wirst deine Feinde verwirren. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. So the word of God says, this word is near you. Also die Bibel sagt, das Wort Gottes ist nahe. And it is in your mouth. Und es ist in deinem Mund. So you cannot hold God responsible for anything. Also kannst du Gott nicht verantwortlich machen für irgendetwas. There are 366 words, fear not, in the Bible. Da sind 366 Mal fürchte dich nicht, Wort Gottes. Bible scholars, they have figured it out already. Das haben die Bibelwissenschaftler schon herausgefunden. For every day, für jeden Tag, there is fear not. Gibt es ein fürchte dich nicht. So you can't hold God responsible. Also kannst du Gott nicht dafür verantwortlich machen. For today, there was no fear not. You didn't tell me not to fear. Aber heute hast du mir nicht gesagt, dass ich mich nicht fürchten soll. Because every day there is fear not. Aber es gibt für jeden Tag fürchte dich nicht. God is speaking to you every day. Gott spricht mit dir jeden und für dich. Gott it spricht zu dir jeden Tag. Our responsibility to declare the word. Und es ist unsere Verantwortung, das Wort Gottes zu deklarieren. The Lord is my strength and my shield. Der Herr ist meine Kraft und Stärke. I shall not be moved. Und ich werde mich nicht und ich werde nicht bewegt. It says, for with the heart man believes. Und denn mit dem Herzen glaubt der Mensch. It's not enough to believe. Und es ist nicht genug, einfach nur zu glauben. It's better to confess. Es ist besser zu bekennen. You confess what you believe. Und du bekennst, was du glaubst. By so doing, your adversaries are in trouble. Und indem du das tust, wird dein Angreifer in Probleme kommen. The Lord has given every one of us power. Der Herr hat jedem von uns Kraft gegeben. Luke 10, 19 says so. Im Lukas 10, Vers 19 heißt es so. He says, I have given you power. Und er sagt dort, ich habe dir Kraft gegeben, to tread upon the serpents, um auf Schlangen zu treten and the scorpions, und auf Skorpione and all the powers of the enemies, und über alle Kräfte des Feindes. And nothing shall by any means hurt you. Und nichts soll dir Schaden zufügen. So God, God is not responsible for anything. Also ist Gott nicht verantwortlich für irgendetwas. Call unto me in time of trouble. Er sagt, rufe mich an in Zeiten der Not. And I will deliver you. Und ich werde dich befreien. So if you don't call, you don't receive. Also wenn du nicht anrufst und bittest, dann bekommst du auch nicht. But I also have a good deal for somebody. Aber ich habe noch was für jemanden. But I don't know to whom or which this work. Aber ich weiß nicht, für wen das ist. Because the mercy of God that you have is different than the mercy of God that I have. Denn die Barmherzigkeit Gottes, die du hast, ist eine andere Barmherzigkeit, die ich habe. There are things that work individually just because of God's mercy. Denn es funktioniert unterschiedlich und individuell.
Sometimes you just see some people don't even pray in the church. Manchmal siehst du Leute, die gar nicht beten in der Gemeinde. But God is blessing them. Aber Gott segnet sie. Especially first timers or people who are new. Oder ganz besonders Leute, die neu sind oder. And then we wonder why. Und dann wundern wir uns, warum. Yeah, but I pray. Aber ich habe doch gerufen. Ich habe doch gerufen. I come to church 10 o'clock in the morning. Ich bin doch schon um 10 Uhr in der Kirche. I go even 5 o'clock in the evening. Und bin erst um 5 nach Hause gegangen. I'm not receiving anything. Und ich habe nichts empfangen. There is no blessing. Da ist kein Segen. I talk with the pastor every time I call him. He's even tired. Every time he sees my phone number, I don't think he wants to answer anymore. Und ich habe den Pastor angerufen und ich glaube, wenn er meine Nummer auf dem Display sieht, dann hat er noch nicht mal mehr Lust, mich das Telefon abzunehmen. You know what? The devil wants to say those things. Und ich glaube, der Satan versucht, in das Ding einzureden. That's the way I'm going today. Und das ist das, wo ich heute hin möchte. He wants you to complain. Er möchte, dass du dich beschwerst. He wants you to confess negative. Er möchte, dass du negative Worte aussprichst. He wants you to say the things that are contrary. Und er möchte, dass du Dinge sprichst, die widersprüchlich sind. So that he can mock you before God. Damit er dich vor Gott anklagen kann. I told you, aber ich sagte dir, there are several examples. Da sind so viele Beispiele. Remember, people will ask, why did Shadrach, Meshach, and Abednego, why did God have to wait until they get to the fire? Und du magst vielleicht auch fragen, warum hat Gott gewartet mit Shadrach, Meshach und Abednego, dass sie erst im Feuer sein mussten? God is all powerful. Gott hat doch alle Macht. He could have stopped the king from putting them into the fire at all. Er hätte doch den König davon stoppen können, dass er sie überhaupt ins Feuer wirft. He could have stopped Daniel from being in the den of lions. Und er hätte auch Daniel davon abhalten können, in die Löwengrube hinein zu müssen. He could have healed Job just with one. I think he's God. He could have done all those things. Er hätte doch auch Hiob heilen können mit nur einem Satz. I was in the hospital 2 months ago. Vor 2 Monaten war ich im Krankenhaus. And then the two men, they said, why did God have to wait for? I don't think there is God. Und da waren 2 Männer, die sagten, ah, warum musste Gott denn warten? Und ich glaube, da gibt's gar keinen Gott. Nothing I could say to convince them. I don't think there. Why did God? Look at the world. Look at war everywhere. Why didn't God have to just stop something? Und ich hatte irgendwie kein Argument, weil sie immer wieder dann sagten, mit, ja, guck dir doch die Welt an und all das, was da passiert und so weiter und so weiter. These are the things that give the enemy's power. Und das sind power. Die Dinge, die dem Feind Kraft geben. We make him more powerful. Und dadurch machen wir ihn noch kräftiger, when we complain. Wenn wir uns beschweren. And that is why, before the service, the pastor said, God said, you know, if my people, und darum, als Pastor den Gottesdienst startete, sagte er, wenn meine Kinder sich selbst demütigen and pray, und beten, he says, and call on my name, und meinen Namen anrufen, I will hear from heaven, dann werde ich vom Himmel hören and I will heal their land. Und ich werde ihr Land heilen. He didn't say, if my people shall complain. Er sagte nicht, wenn mein Volk sich beschwert. Every time we complain about something, we're giving the enemy more power. Jedes Mal, wenn wir uns beschweren, geben wir dem Feind mehr Kraft. Watch out every time you sick. Jedes Mal, wenn du krank bist. Or you're feeling uneasy. Feeling uneasy. Oder du dich nicht wohlfühlst. Complain negative. Dann und dich negativ beschwerst. And watch your body reaction. Dann guck mal dir deine körperliche Reaktion an. You don't even need a doctor in this situation. Dann brauchst du noch nicht mal einen Arzt in der Situation. Talk positive. Und dann aber gegenüber sprich positiv. As a Christian, especially, talk the word of God. Ganz besonders als Christ, sprich das Wort Gottes. And watch your body reaction. Und guck mal, wie dein Körper reagiert. Are you going to work and you're feeling very tired? Wenn du zur Arbeit gehst und dich sehr schwach fühlst danach, and you are a believer, und ein Christ bist, ein Gläubiger, confess positive. Dann sprich und bekenne positiv. Say, God, I know you are my strength. Herr, ich weiß, du bist meine Kraft. You will see healing comes. Dann wirst du sehen, wie Heilung kommt. Strength comes. Und Kraft kommt. You don't know from where it comes, but you just feel it come. Du weißt nicht, wo es herkommt, aber du fühlst, dass es kommt. But every time you complain
about the situation, even if it is very obvious. Und jedes Mal, wenn du dich über die Situation beschwerst und selbst wenn es ganz klar ist, dass die Situation da ist, give the situation more power. Dann gibst du dieser Situation mehr Kraft. There is no how or way you can rise above that situation. Dann hast du, da gibt's keinen Weg, wie du dann wieder aufstehen kannst because in dieser Situation. You are confessing to the situation, you are my master now. Weil du dann nämlich der Situation bekennst, dass sie dein Meister ist. Hebrews chapter 6 says. Where? Hebrews chapter 6. In Hebräer Kapitel 6 heißt es. It says, he that comes to God. Der zu Gott kommt, must first believe. Muss zunächst glauben. That is my problem in 24 years in ministry. Das ist mein Problem gewesen in 24 Jahren des Dienstes. When people come to God, wenn Menschen zu Gott kommen, and we are in God, und sie in Gott sind, after a while, we forget that we are in God. Nach einer Weile vergessen wir, dass wir in Gott sind. We even tell, you know, obvious situations, you know. Und das in ganz sichtbaren Situationen. But Pastor, you can see now. We can see I can't make it. I mean, you can see they have told me to go. Pastor, das kann man ganz klar sehen. Sie haben mir gesagt, dass ich gehen soll. 2010, one testimony. 2010, ein Zeugnis. After 10 years of living in Denmark, 2010, they asked me to leave. Nachdem ich 10 Jahre in Dänemark gelebt habe, haben sie mir gesagt, dass ich gehen muss. It was too obvious. Und es war ganz klar. You know, as students, you know, we're students now. You know how to, if you're a student, you know how to manage your education so that you can live in the country. Als Student weißt du, wie du dein Leben leben kannst, dass du als Student da dich fortbilden kannst. They said what education are you studying? You study up to 2008, from 2000 to 2008. What education are you, even if you are getting a professor? Was für Studiengang besuchst du denn eigentlich, wenn du von 2000 bis 2008 und jetzt immer noch hier bist? It was very obvious written that leave. Und es war ganz klar geschrieben, verlasse das Land. I said, God. Und ich sagte, Gott, they asked me to leave. Sie haben mir gesagt, dass ich gehen soll. I'm leaving. Also gehe ich. But while I was at work, aber während ich auf der Arbeit war, in the midnight, I'm used to night work. Also ich bin gewohnt an Nachtschicht. And then that letter, I felt I should read that letter again. Und hatte ich das Gefühl, ich muss diesen Brief noch mal lesen. All my body was filled with chills. Und ich hatte Gänsehaut. You know, I'm used to, you know, I don't know if you're not cleaning your job, or you are using the vacuum cleaner. If you're a believer, if you want to enjoy your job, just be seeking praise and worship. You know, the job will be so sweet. You will, cleaning is one of the hardest work. But if you want to enjoy it, just be, you know, the work will be so easy for you. Also, einmal bedeutet. You can skip that. But the Holy Spirit tells me, look into that letter. Also, während ich auf der Arbeit war und also am Saugen war und währenddessen auch Gott gepriesen habe, weil das war dann natürlich ein bisschen einfacher, hatte ich den Eindruck, dass ich diesen Brief noch mal lesen sollte. And then I look at the letter. Und ich schaute mir diesen Brief an. The place the devil wanted me to see was where it was written, leave from them. Und den Platz, den der Feind wollte, dass ich ihn lese, verlasse Dänemark. But it was also written in the very last part, page 8 or something. Very last page. Aber es war auch auf der letzten Seite, ich glaube es war Seite 8 oder so. That I can appeal. Dass ich I can appeal. Widerspruch? Yeah. Widerspruch einreichen kann. And it was stated that I can ask for visa. Und dass ich noch ein anderes Visum beantragen könnte. And this was the only statement that was written in English. Und das war der einzige Satz, der darin in Englisch geschrieben war. I didn't see it. Und ich habe ihn nicht gesehen. You know, it would have been easy to just curse God and say, God, after this, and I was the pastor of the church at that time. Und es wäre ganz einfach gewesen, Gott darin zu verklagen und zu sagen und dies und das. Aber ich
Ich war ein Pastor 10 Jahre in Dänemark zu der Zeit. How can I tell